Lieder gegen Leid und Krise. Traubenernte in Thessalien im Herzen Griechenlands. Die Not ist groß, denn viele Weinstöcke sind umgepflügt und verschwunden. Wo früher Wein war, ist jetzt Brachland. Zum Beispiel diese hier, alle, das ganze Land, war alle mit Weintrauben. Und jetzt? Jetzt mal weniger. Ich weiß nicht, aber warum. Das verstehe ich nicht. Warum kaputt machen und Geld kriegen und dann? Was kommt denn? Wo einst die Trauben sprossen, ist heute braunes Ödland, dank EU-Fördergeldern. Denn bis letztes Jahr bezahlte die EU Winzern in Europa Geld für die Vernichtung ihrer Reben. 2000 Hektar wurden allein in Griechenland zerstört. Für Weinbauern wie Kostas Tsilionis war das Geld eine Verlockung. Er bekam für die Stilllegung 8000 Euro Prämie aus Brüssel. Die investierte er in eine neue Küche. In der Hochsaison beschäftigte ich 6 bis 7 Leute, in der restlichen Zeit 2 bis 3. Und was wurde aus denen? Es waren Saisonarbeiter. Vielleicht finden sie irgendwo anders Arbeit. Vielleicht aber auch nicht. Hilfe für Hellas stellt man sich irgendwie anders vor. Doch bei der EU-Kommission in Brüssel ist alles von langer Hand geplant. Der Kabinettschef des EU-Agrarkommissars hat eine Vision. Griechenland 2.0. Weg mit dem Wein, her mit der IT. Heute können Sie in den Weinbergen in Thessaloniki ein kleines Unternehmen starten mit Internet und allem drum und dran. Das ist heutzutage möglich und das muss mehr gefördert werden und das muss auch in Zukunft mehr passieren. Zukünftige Online-Unternehmer wie Vassili Kikaralis ahnen noch gar nichts von ihrem Glück. Seit 40 Jahren arbeitet sie in den Weinbergen rund um ihr Dorf. Rodungsprogramm und Krise zeigen Wirkung. Überleben dank Selbstversorgung. Hühnerstall statt Supermarkt. Truthähne und Hühner fürs Fleisch. Und da unten halte ich noch ein paar, die Eier legen. Auch für den Eigengebrauch? Ja, für den Eigengebrauch. Und wenn was übrig bleibt, gebe ich es Freunden. Die EU-weiten Rambo-Reformen enden nicht am Weinberg. Auch Fischer, die ihr Arbeitsgerät zerstören lassen, bekommen seit Jahren Geld aus Brüssel. In der Krise heißt das Sägen gegen Bares. Eigentlich baut Yannis Kambourolou aus Halkida Schiffe. Doch gegen Provision wird er zum Abwracker. Man lässt zunächst sein Schiff für das Programm registrieren, dann muss der Antrag genehmigt werden, dann kommen die Behörden und die Werft zusammen. Man bringt das Schiff anschließend hierher, dann fangen wir mit dem Zersägen an. Wie mit diesem? Ja, wie mit diesem. Wir haben es erst in 3 große Teile geschnitten. Hinten, Mitte und vorne. Das war's. Wir haben die Unterlagen unterschrieben, Fotos gemacht und fertig. Dafür hat der Eigentümer 106 oder 108.000 Euro bekommen. Die Begründung der EU für die Hilfe zur Selbstzerstörung? Der Kampf gegen Überfischung. Dabei sind es weniger die Nussschalen der griechischen Fischer, die die Meere plündern, als die großen Trawler der Fischindustrie. Gezahlt wird aber auch für kleine. Immer schön der Größe nach. Jetzt in Zeiten der Krise wollen die Leute das Geld haben. Die denken, von dem Geld kann man 2, 3 Jahre leben. Aber die Leute denken nicht daran, dass das Schiff auch den Lebensunterhalt verdient. Die denken einfach nicht daran, dass das Boot für einen da ist, auch in schwierigen Zeiten. Bei den spendablen Bürokraten in Brüssel sieht man das Geld gut investiert. In eine Art duale Strategie aus Modernisierung und gelebter Nächstenliebe. Ist es nicht besser zu sagen, wir helfen Ihnen mit einem ganz klaren Schnitt, der schmerzhaft ist, aber der eben erträglich ist, auszusteigen, denen auch ein Kapital zur Verfügung zu stellen, um was anderes zu machen? Oder sehen wir zu, das wird nämlich passieren, sehen wir zu, wie die langsam vor sich hinsiechen und dann am Ende auch genauso sterben, vielleicht einige Jahre später. Entlang der Küsten Griechenlands kommt der Plan gut an. 65 Millionen Euro sind für das Land im Topf. Bis nächstes Jahr fließt Geld. Auch an Seemann Dimitris Kantikos. Sein klappriger Kutter wurde schon einmal beim Bau bezuschusst. Jetzt wartet er auf die Auszahlung von 247.000 Euro. Dann geht's ans Zersägen. Die Besatzung sitzt danach zwar auf dem Trockenen, doch mit Aussicht auf die Prämie lebt es sich gelassen. Die Deutschen arbeiten für den Staat. Wir achten nicht auf den Staat. Wir sind da ganz anders. Wir sehen zu, wie wir ein schönes Leben haben. Der Staat, der ist uns echt egal. Savoir vivre auf Griechisch.
Fischverkäufer Jorgos Souranis will die 130.000 Euro für sein Boot dagegen erstmal sicher anlegen. Gestiegene Spritkosten, Personal und Steuern rissen ein Loch in die Finanzen. Wie lange war das Schiff dein Leben? Um die 40 Jahre. Erst hat mein Vater damit gearbeitet, dann ich. Was machst du mit dem Geld? Zunächst werde ich es auf die Bank bringen und eine Weile behalten. Ich warte, was auf uns zukommt. Es sind schwierige Jahre. In seinem Fischladen auf der Insel Tinos ist jetzt Hochsaison. Im Sommer verkauft Souranis bis zu 250 Kilo Frischfisch täglich an Restaurants und Laufkundschaft. Statt vom eigenen Boot kommt die Ware jetzt mit der Touristenfähre. Ein Mitarbeiter nimmt die Tiefseedelikatessen immer pünktlich in Empfang. Gut gekühlt und dick verpackt. Bringt den Fisch zum Wagen, rechts. Was ist das für ein Fisch? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Im Geschäft wird die Ware inspiziert. Was ist das für ein Fisch? Dorade. Das hier ist Brasse. Woher kommen die? Aus Senegal. Alles aus Senegal? Ja, ja. Ein, zwei Boxen sind noch aus Aquakulturen. Warum verkauft ihr Importfisch? Weil es billiger ist. Und es wird bevorzugt gekauft. Die Touristen wollen billigen Fisch. Europäischer Förderschwachsinn. Fisch aus Afrika für Griechenland. Verlierer der Entwicklung, der Kapitän des alten Bootes. Er putzt jetzt den Fremdfisch. In die Richtung geht das Ganze. In ein paar Jahren gibt es in Griechenland entweder Importfisch oder Fisch aus Aquakulturen. Alles wird teurer. Es lohnt sich einfach nicht mehr, ein Schiff zu unterhalten. Einem Ende mit Schrecken sieht auch Bauer Christos Varoutis entgegen. In zweiter Generation baut er Zuckerrüben an. Ein aufwendiges Unterfangen in einem Land mit Wassermangel und nicht sehr profitabel. Vor allem seit eine EU-Regelung vor wenigen Jahren die griechische Zuckerindustrie um die Hälfte einstampfte. Für den Landwirt geht's um alles. Das ist eine Zuckerrübe. Das ist mein ganzes Vermögen. Schaut euch mein Produkt an. Dafür habe ich geblutet. Schaut euch diese Rübe an. Dafür habe ich mein ganzes Leben gegeben. Und jetzt muss ich sie fast verschenken. Ich kann nicht mal meine Kosten decken. Jemand muss das endlich begreifen. Bis vor 6 Jahren hatte Varoutis noch 30 Hektar Rübenfelder. Nach der neuen EU-Zuckermarktordnung noch 5. Zu wenig, um zum Beispiel seinen einst angeschafften Erntefuhrpark in Schuss zu halten. Ein vertrackter Kreislauf. Schauen Sie sich diese Maschinen an. Diese zum Beispiel, ein Transporter für 20.000 Euro. Oder diese hier, eine Investition von 100.000 Euro. Die sind hier abgestellt, unbrauchbar, Tausende von Euros. Kaputte Scheiben, überall Spinnennetze. Wir sprechen hier von der totalen Katastrophe. Erster Kahlschlag, jetzt die Krise. Die griechische Zuckerindustrie steht vor dem Abgrund. Die Produktion des süßen Golds ist sonst wo einfach billiger. Letzte Zuckungen eines sterbenden Standorts. Dieser Zucker wird hier produziert. Er ist qualitativ einer der besten in Europa. Er ist leicht löslich und vielseitig verwendbar. Schauen Sie mal. Selten findet man einen Zucker von solcher Hochwertigkeit. Krise hin oder her. Der Niedergang der griechischen Zuckerindustrie ist beschlossene Sache. Hart, nicht herzlich. Das ist ein Prozess, den wir begleiten mit einer Politik, den wir abfedern, den wir fördern. Aber das ist kein Prozess, den wir aufhalten wollen. Also einen muss es treffen dann? Einen muss es treffen. Die harte Hand aus Brüssel stößt beim Rübenbauer auf wenig Gegenliebe. Er ruft zum Aufstand der griechischen Agrarier. Unsere Wut wird sie überrollen. Seien Sie sicher, wir werden vor dem EU-Parlament stehen. Alle Bauern werden dahin kommen, mit Knüppeln in der Hand. Es geht nicht mehr anders. Es hat keinen Zweck. Wir werden sie niederknüppeln. Die, die uns zerstört haben. Pulverfass Griechenland. Auch dank der EU.